Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung, zu den Brettspiel-News hier auf Hunter und Kron, wo ich euch jede Woche so erzähle, was ich aufgeschnappt habe aus der Welt der Brettspiele. Zunächst einmal ist nach wie vor die Spielwarenmesse ein Thema. Dazu erstmal der Hinweis, dass Teenage Mutant Hero Turtles Spiel war ja ein bisschen verwirrend. Wir haben erst gedacht, wir sehen es in Nürnberg, was dann nicht der Fall war. Wahrscheinlich war IDW sowieso nur in New York auf der Toy Fair, wie auch immer, ist eigentlich auch egal, denn das Spiel läuft jetzt auf Kickstarter, sodass ihr also, ja, alle Turtles-Fans unter euch könnt einfach auf Kickstarter gehen und euch das Spiel da direkt holen. Den Link habe ich euch natürlich unters Video gepackt. Außerdem noch eine Info zu Z-Fall, das heiß erwartete Spiel von Legacy-Erfinder Rob Davio. Wir konnten bei Seaman oder man konnte auf der Spielwarenmesse eine leere Schachtel sehen und die Info ist jetzt auf der GenCon 2016, also auf der diesjährigen GenCon, wird es rauskommen und das bedeutet nichts anderes, als dass wir es wahrscheinlich in Deutschland auch in Essen zu sehen bekommen. Etwas schneller geht es mit der Standalone-Erweiterung für Winter der Toten mit dem Namen One Long Night. Auch da konnte man schon ein nicht fertiges Mockup sehen in Nürnberg. Viel wissen kann man darüber nicht. Wie gesagt, Standalone-Erweiterung zu Winter der Toten. Es kommt aber, wie gesagt, etwas früher, nämlich schon zur Origins Game Fair. Die findet schon im Juni statt, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, deshalb wahrscheinlich dann auch in Essen für euch vor Ort da. Was wir auf der Spielwarenmesse auch so ein bisschen verpasst haben, ist, dass Matt Leacock, der Autor von Pandemie, auch bei Pegasus ein neues Spiel dieses Jahr rausbringt mit dem Namen Das große Wagenrennen. Spielt im antiken Rom, also Ben Hur lässt grüßen. Und es ist wohl ein Spiel im, ich weiß es nicht genau, Wandel der Zeiten, Universum. Es ist, glaube ich, keine Erweiterung, ein Standalone-Spiel, aber es lehnt sich wohl an im Wandel der Zeiten an. Wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Nicht nur, weil Matt Leacock natürlich ein interessanter Autor ist, sondern ich stehe auch irgendwie so auf gut gemachte antiken Spiele und zumindest vom Cover her finde ich das schon recht ansprechend. Yellow hat uns außerdem am Stand verraten, dass die Power-Up-Erweiterung für King of New York im zweiten Quartal 2016 rauskommen wird. Bis es dann aber das Ganze auch noch auf Deutsch schafft, denke ich mal, wird es auch Essen werden. Aber vielleicht schafft es Heidelberger ja auch schon ein bisschen früher. Und etwas kurios, Hobby World hat den Nachfolger von Spyfall angekündigt, Spyfall 2. Mit zwei Spionen. Das Spiel ist mehr oder weniger das gleiche, es ist eigentlich nur so ein bisschen ein Update. Jetzt gibt es plötzlich zwei Spione oder es kann zwei Spione geben. Es gibt wohl Spielmaterial für noch mehr Spieler und auch noch neue Orte, aber das Hauptsächliche an Spyfall 2 ist die Tatsache, dass wir es eben mit zwei Spionen spielen können, was das Spiel einfach schwieriger macht, vor allem für die Spieler, die das Spiel schon gut können und für die es einfach zu leicht ist, den Spionen am Anfang des Spiels zu enttarnen. Jetzt müssen sie halt zwei Leute erstmal gleichzeitig quasi rausfiltern und dann kann man sie erst anklagen. Naja, jetzt nicht die Riesenneuigkeit, das Spiel kommt auch erstmal in Russland raus, aber ja, Spyfall natürlich ein cooles Spiel und irgendwie auch nett, dass sie sich da Gedanken machen und das Ganze noch ein bisschen weiterentwickeln. Dann ist seit kurzem die Open Beta von Board Game Geek online, sodass also jeder Nutzer das Design umstellen kann und dann das neue, ja, das neue Layout von Board Game Geek ausprobieren kann. Ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich glaube, es ist gut, aber als alter Board Game Geek Hase oder beziehungsweise als jemand, der Board Game Geek einfach sehr, sehr viel nutzt, habe ich es wieder zurückgestellt. Ich hoffe mal, sie lassen das alte Design auch nach wie vor weiterlaufen. Ich finde einfach, im alten Design finde ich meine Informationen schneller, auch wenn mir klar ist, dass das Design veraltet ist. Von daher, ja, trotzdem eine gute Sache, dass sie da voranschreitet. Ich finde das neue Design noch nicht schlecht, überhaupt nicht, aber für mich ist es halt nicht besser als das alte oder nicht nützlicher, kann man sagen. Ja, bin gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Findet ihr das neue Board Game Geek Design gut oder schlecht? Und dann wurden noch die Nominierten für den französischen Spielepreis As
Dor vorgestellt. Ja, der Ass d'Or ist ja so ein bisschen, kann man sagen, was die Golden Globes für die Oscars sind. Also so ein bisschen das Vorgeplänkel für Spiel des Jahres, mehr oder weniger der gesamte Jahrgang, der für Spiel des Jahres aktuell ist. Der ist auch für den Ass d'Or aktuell. Von daher ist es natürlich schon interessant zu sehen, was da nominiert wird. Besonders interessant fand ich dieses Jahr erstmal, dass es neue Kategorien gibt. Es gibt jetzt das normale Ass d'Or für Familienspiele, was so Spiel des Jahres entspricht. Und dann gibt es tatsächlich die Kategorie Expertenspiele. Hört, hört. Allerdings von den Nominierten würde ich jetzt sagen, das entspricht doch eher dem Kennerspiel bei uns. Also auch wenn Sie es jetzt Expertenspiel nennen, das sind nominiert Time Stories, Pandemic Legacy und Seven Wonders Duel. Ja. Pandemic Legacy und Time Stories sicher zwei Spiele, mit denen sich auch die Jury hier herumschlagen wird. Wird spannend zu sehen sein, ob die es tatsächlich auf die Nominierung fürs Kennerspiel schaffen. Und gut, Seven Wonders Duel, ich meine, bin ich so ein bisschen überrascht. Ich finde, ist ein cooles Zwei-Personen-Spiel, vielleicht das beste Zwei-Personen-Spiel dieses Jahrgangs, aber es ist halt einfach ein Zwei-Personen-Spiel. Aus meinem Gefühl fällt es dadurch aus Spiel des Jahres zum Beispiel raus, weil Spiel des Jahres hat einfach, auch Kennerspiel des Jahres versucht einfach Spiele zu prämieren, die man in Gruppen spielen kann, die man mit zusammenspielen kann. Zwei-Personen-Spiele, ja, die können auf die Empfehlungsliste natürlich es schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie nominiert werden könnten. Ja, und auf der Nominierungsliste zum Astor Hauptpreis, also Familienspielpreis, natürlich Mysterium, sicherlich auch ein Thema hier für uns, für die Jury. Dann Mafia de Cuba, das ist überraschend, würde ich sagen, aber ein cooles Partyspiel hatten wir ja auch im Brettspielclub. Und das dritte Spiel kannte ich gar nicht. Der französische Name, den habe ich schon wieder vergessen. Auf Englisch heißt es Plug-in Pairs. So ein Partyspiel, wo man so Karten zuordnen muss und möglichst so, dass die anderen Spieler es irgendwie auch das gleiche denken, also so ein Assoziationspartyspiel. Die Nominierungsliste generell natürlich so ein bisschen frankophil, aber trotzdem, ja, Mysterium sicherlich ein Thema auch hier bei uns und wir müssen nicht mehr lang warten, da wird der Ass d'Or auch schon vergeben auf der Spielemesse in Cannes. Also ja, ich bin wirklich gespannt, ob es Mysterium wird vor allem und ob es ja, vielleicht Pandemic Legacy wird. Das würde mich persönlich freuen. Ansonsten, ja, war es das auch schon wieder hier für die Brettspiel-News für heute. Es kommen jetzt noch auf dem Kanal noch so ein paar Let's Plays, die wir in Nürnberg gedreht haben. Ansonsten läuft einfach unsere Programmierung weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Danke fürs Abonnieren und positive Bewerten von diesem Video. Benutzt mal unsere Partnerlinks, wenn ihr mal ein Spiel kauft. Das wäre nett, dann kriegen wir eine kleine Provision ab und es hilft uns hier Vollgas zu geben für euch. Und ich sage Tschüss, bis nächste Woche Mittwoch, euer Hunter.